Letzte Station Schrottplatz. Nach fast 40 Jahren und rund 4 Millionen Kilometern haben die U-Bahn-Wagen des Typs DT1 bei der Nürnberger VAG ausgedient. Sie wurden durch automatische Züge der Baureihe DT3 ersetzt. Ersatzteile für die alten Garnituren waren zu teuer geworden. Es fand sich auch kein Käufer für die DT1. So blieb nur Ausschlachten und Verschrotten.